was umstellen bei den Optionen. Sprint. Sneak. Done. So, oh Gott, ich habe Spider-Man-Skin? Nee, Deadpool. Deadpool, Entschuldigung. Ja, natürlich, meinte ich doch. Aber ja, das ist Felix sein Deadpool-Skin. Ja, ich hab's gerade erst bei dir gesehen. Aber ich glaube, Deadpool ist nicht so schlimm. Nein, Deadpool ist okay. Ich mag Deadpool ja sogar. Du bist direkt angegangen dafür. Den Skin hätte man auch im Singleplayer testen können, ja? Du weißt, wie das Kämpfen funktioniert, dass du warten musst. Dass du warten solltest. Hi, Anwayo. Was poked to death by a sweet Dairy Push? So, ich glaube, jetzt müsste ich alles haben. Und wo hast du mich jetzt hingebracht? Ich habe dich aber nur ein Stück Berg runtergeschoben, dann habe ich dich nochmal in die Ecke geschoben. Und hallo Xeli. Xeli pumpst mich gerade an. Oh, ist es Friendly Fire in dem Spiel? Jupp, du kannst jeden das hauen. Das war keine Absicht, scheiße. Du kannst jeden hauen und jeden töten. Okay, sorry, wusste ich nicht. So, was muss ich jetzt machen? Es ist quasi wie Lego. Jeder Block ist ein, ne? Also jedes Teil hier ist ein Block. Also auch hier die Erde und sowas. Du kannst abbauen, wenn du einmal Linksklick gedrückt hältst. Wie antworte ich denn? Xeli mit T? Ja, mit T. Lange gedrückt halten. Dann hast du, genau, baust du ab. Jetzt hast du den Block in der Hand. Jetzt kannst du ihn theoretisch irgendwo anders hinsetzen. Das ist das Grundprinzip. Wie setze ich ihn wieder ab? Rechtsklick. Wow. Okay. Und das Gras wächst mit der Zeit drüber, wenn da Grasblöcke in der Nähe sind. Also verbunden sind. So, das bei normalem Holz, am besten fängst du irgendwie bei einem Baum an und baust den ab. Das dauert eine Weile jetzt. Aber du kannst aus dem Holz dann Sachen machen. Also kannst du Hilfsmittel bauen. Du musst das Holz aber aufsammeln. Am besten die Bäume komplett abbauen. Guck mal nach oben. Wow. Du musst nur das Holz musst du komplett abbauen, dann der Rest verschwindet dann von der Zeit. Die Blätter fallen dann langsam ab, wenn nur das sonst schwebt das in der Luft, wenn du das Holz stehen lässt. Das ist ein bisschen doof dann optisch. Aber auch so weit hoch, das ist ja bescheuert. Das ist Minecraft, ja. Brauch ich dafür doch eine Leiter oder sowas? Ja, irgendwann ist es außerhalb der Reichweite, irgendwie 3 Blöcke weit oder so kannst du, glaube ich, reichen. Okay, jetzt habe ich aber eigentlich alles, aber das Zeug ist immer noch da. Ja, das geht mit der Zeit weg. Du kannst es doch mit der Hand wegmachen, dann geht's schneller, aber nee, dauert nicht. Okay. Ich glaube auf E oder I ist ein Inventar. Bei mir liegt es auf E. Ich weiß noch nicht, ob es bei dir auch auf E liegt. E, okay. Ist das Inventar bei dir? Ja. Rechts oben siehst du Crafting. Wenn du da einmal dein Holz reinziehst, das ganze Holz, das du jetzt hast, dann siehst du rechts, dass jetzt da noch Holzplanken rauskommen. Mhm. Und wenn Shift links klickst, machst du alles, was links ist, zu dem, was rechts ist. Wenn du auf das rechte, auf den, das Ergebnis Shift-Linksklick machst. Ansonsten machst du immer nur einen Satz von dem, was rechts angezeigt wird. Du kannst aber Holzplanken machen. Jetzt habe ich 24 Holzplanken. Genau, und wenn du jetzt mal dann den kompletten 2x2 Block rechts oben mit Holzplanken ausfüllst, kannst aber Linksklick gedrückt halten und über die Sachen gehen. Ja. Kriegst du in eine Crafting Bench. Die ist das Basisding, um alles weitere zu craften. Und ja, wie schon gerade im Chat angemerkt wurde, du hast auch ein Rezeptebuch, wo die Basissachen mit drinstehen. Aber ich wollte es selber erklären. In die Crafting Bench musst du irgendwo hinsetzen. Mhm. Musst du nicht machen, komm einfach mal mit zu mir ins Haus. Da ist nämlich schon eine. Komm mal kurz hier rüber. Schwimmen machst du einfach, indem du Leertaste gedrückt hältst. Oh, wow. Das ist ja mehr übers Wasser laufen als schwimmen. Ja. Was denn, ey? So. Da ist hier, das ist eine Crafting Bench. Mhm. Kannst einfach... Ist das jetzt dein Haus oder unser Haus? Aktuell war es noch mein Haus. Wir können das uns aber auch irgendwie teilen. Soll halt ein Leuchtturm werden. Wenn du rechtsklick auf den Crafting Bench, siehst du, du hast ein 3x3-Feld dort drauf. Mhm. Und daran siehst du, du kannst mehr Sachen machen. Okay. Für Tools brauchst du immer so eine Art Griff. Dazu brauchst du Stöcke. Dazu einfach 2 Blöcke Planken übereinander in irgendeinen Crafting-Bereich. Das geht auch in deinem Inventar oder auf der Crafting-Bench, ist egal. Was jetzt? 2 Blöcke übereinander? 2 Blöcke Holzplanken übereinander. Warum macht der mir da jetzt immer 19 rein?
Weil du Shift-Links-Klick machst oder sowas? Nee. Du hast doch in beiden Händen was. Du hast irgendwie in deiner Offhand irgendwie noch Samen oder sowas. Was hast du gemacht? Oder du hast die Holzplanken in die Offhand getan. Da, wo ich mein Schild habe, hast du auch irgendwas drin. Und das sind, glaube ich, die Holzplanken tatsächlich. Okay, ich hab jetzt was weggemacht. Oh. Jetzt hast du zumindest deine Hände frei. Aber jetzt habe ich immer noch 19 Planken. Ist doch nicht schlimm. Ich denke, ich soll 2 nehmen. Du sollst in den Crafting-Bereich 2 übereinander tun. Ja, das kann ich nicht, weil ich kann immer nur die 9er nehmen. Einfach Linksklick gedrückt halten und über 2 Felder, die übereinander sind, fahren. Das macht er aber nicht. Doch, dann müsst ihr die verteilen, wenn du das... Das hat er vorhin das gemacht, jetzt macht er es nicht. Ja, aber dann weiß ich nicht, was du jetzt anders machst. Ich mach nichts anders, glaube ich. Du bist im Inventar, oder? Ich bin jetzt... Oh, jetzt geht's wieder. Seltsames Spiel. Gute Nacht, Xeli. Mach's gut. Und wieder gute Nacht, Xeli. Nicht zum bestimmten 5. Mal heute hier. Lumi, man sieht bei dir nichts, wurde mir gerade gesagt. Oh, das ist natürlich klar. Ja, weil ich das Spiel nicht in OBS angewählt habe. Hätten wir eigentlich keinen Multistream mit wieder aktivieren, tatsächlich. Sehr gut. Also, wir sind so weit, dass sie weiß, wie man einen Crafting Bench baut. Dass sie hoffentlich ein Inventar hat. Aber ich habe gesagt, wir müssen die setzen. Wir können zu meiner gehen. Sie hat gerade ihren ersten Baum abgebaut. Du kannst auch ein eigenes Haus bauen. Ich wollte nur, dass wir nicht mitten im Nirgendwo eine Crafting Bench hinpflanzen. Das fand ich. Ich fühle mich gerade wie so ein Hund, ne? Sie weiß, wie man craftet. Sie hat ihren ersten Baum abgebaut. Ich habe das gerade deinem Stream erzählt, damit die wissen, wie weit du bist und dass du noch nie Minecraft gespielt hast. Das war wichtig. Aber mein Stream kann doch mich selber fragen. Ich wollte helfen. Hier. Ich hau dich gleich. Nein, das mach ich nicht. Ich weiß, dass es Friendly Fire gibt. Vor allen Dingen habe ich ein Eisenschwert in der Hand. Ja und? Sei sogar zurückhauen. Du meinst zufällig deutlich mehr weh. Du wolltest trotzdem gerade eigentlich, wollte ich dir beibringen, wie man Stöcke macht, damit du dein erstes Tool craften kannst. Ich wollte Stöcke machen. Xan, du weißt ganz genau, dass das ein Scherz war. So. Ein Stick kann ich jetzt machen. Okay. Genau, du brauchst erstmal Sticks. Mach erstmal 4 Sticks, okay. Erst nur einen so einen Satz. Ich habe jetzt 4 Sticks gemacht. Jetzt musst du aber die Crafting Bench als nächstes benutzen. Weil okay. Du brauchst jetzt das 3x3 Feld. Wie benutzt du die noch gleich? Rechtsklick, Rechtsklick, ne? Genau. So, und jetzt okay. Kannst du in die Mitte einfach mal 2 Sticks übereinander machen. Und dann oben mal 3 Planken quer. Wie so ein T sozusagen. Warte. In die Mitte 2 Sticks übereinander. Genau, also unten mittig ein Stick, mittig ein Stick und oben quer. Da müsste eine Spitzhacke rauskommen. Eine Holzspitzhacke. Ja. Die Spitzhackenqualität hängt davon ab, welches oben quer ist. Also du kannst auch Stein oben quer machen und Eisen und Gold und Diamanten, glaube ich, und das war's. Mit der Spitzhacke kannst du halt Stein jetzt überhaupt erstmal abbauen. Also normale Steine. Okay. Das gleiche kannst du machen, es gibt noch eine Schaufel, es gibt noch eine Axt, die so als Basissachen sind. Mit Schaufel kannst du halt sowas wie Sand und Schotter schneller abbauen, das kannst du aber auch im Zweifel mit der bloßen Hand machen. Und mit der Axt kannst du halt Holzsachen schneller abbauen, was du aber auch gerade schon mit der bloßen Hand gemacht hast. Und brauche ich ein Schwert? Das Schwert kannst du auch machen, Schwert ist ein Stick und dann 2 Holz oder also Materialien. Das Schwert anklicken und dann macht es das von selbst? Das geht auch, ja. Du kannst es auch über das Buch machen, ich das bringt dir Sachen bevor bei. Bevor du es geschrieben hast. So, ja, sorry. Alles gut. Du kannst auch durch das Buch gehen und dir angucken, was du davon brauchst und was du davon machen kannst. Das ist auch eine Option. Das ist übrigens neu. Das letzte Mal, wo ich gespielt habe, musste man das noch auswendig können, was macht. Oh, das war auch bitter. Das ist halt durch die Konsolenversion, da gab es das tatsächlich. Auf der PC-Version gab es das lange nicht. Okay. Genau, und jetzt kannst du mehr oder weniger in die Welt gehen und Sachen abbauen und dir daraus Sachen bauen. Das heißt, ich baue mir jetzt einfach ein Häuschen, oder was? Dazu müsstest du dich irgendwo hingehen und wahrscheinlich erstmal Stein oder Holz oder sowas abbauen und daraus ein Häuschen bauen, ja. Kannst du machen. Oder bei mir halt einziehen, das ist die andere Option. Nein, bis jetzt war das halt ein Solo-Projekt. Ich würde dir empfehlen, wenn du Minecraft wirklich so rechtsklick. Du willst mich nur in dein Bett kriegen, ich gehe. Ich habe nur ein Bett, ja. Ja, und? Genau deshalb, ja. Genau, die Idee von dem Server war jetzt, dass wir irgendwie alle in der Nähe wissen. Also wir müssen nicht alle direkt nebeneinander bauen, aber alle in der Nähe sind. Und wenn man kann, halt so ein bisschen sich seinen, vielleicht wenn man nicht, noch nicht so viel gebaut hat, abzäunt, wo man gerne bauen möchte, damit man dort nicht jemand anderen hat, der dann plötzlich da baut, wenn man halt mal nicht da ist.
schon voll das große Haus. Ich weiß, da ist aber nichts drin. Okay, warte mal, da hinten sehe ich auch ein Haus. Das ist genau Xeli und hier Little Cookie oder wie heißt sie hier? Die wohnen zusammen. Neko, die haben jetzt zusammengebaut, ja. Okay. Dann gehe ich jetzt mal hinter dich quasi. Kannst du machen. Ich habe jetzt auch ein bisschen abgezäunt, bis wohin ich ungefähr das als meinen Bereich ansehe. Aber wenn du da baust, der Zaun ist nur so, damit ich mich an meine eigenen Regeln halte eigentlich. Aua! Nee, ich baue jetzt einfach so irgendwie so. Genau, ich sehe es gerade bei Xeli eingelistet. Hat Cookie den Stream an? Also meinen kann ich reden, zumindest, oder muss ich testen? Ja. Okay, das reicht ja einfach. Das muss ich nicht immer tippen. Ach so, und bei Nacht kommen Monster, nur so als Hinweis, weil hinter dir geht gerade die Sonne unter. Ich gehe jetzt erstmal übergangsweise in dein Haus, bis ich hier irgendwie ein eigenes Haus habe. Ich muss jetzt erstmal anfangen, Material zu suchen, ne? Genau, du kannst auch aus Dreck. Soll ich vielleicht direkt schon zu dir? Du kannst auch erstmal noch ein paar Bäume abbauen. Das wäre das einfachste. Wenn da gibt genug Bäume. Such dir welche aus. Es wäre cool, wenn du irgendwie mehr als einen abbaust, dann kommen irgendwann aus den Blättern, wenn die sich auflösen, fallen auch Setzlinge raus, dass man dann mal wieder ab und zu ein paar Bäume pflanzt, damit es nicht komplett leer wird. Aber du brauchst ja auch Platz zum Bauen, deswegen bau erstmal ab. Ja, ich mache jetzt hier erstmal eine freie Fläche, ja. Ja, und ein kleiner Hinweis, über Zäune kannst du nicht drüber springen, die sind anderthalb Blöcke hoch, sozusagen, auch wenn nicht so aussehen. Okay. Du kannst nur einen Block hoch springen. Ich spiele tatsächlich Minecraft. Achso, und auf Steuerung kannst du sprinten, das verbraucht aber Hunger. Also schneller. Achso, muss ich auch was essen? Achso, ich sehe es gerade. Ja, wir sind im Survival-Modus, da musst du auch essen. Okay. Sagst du mir, wenn es so dunkel ist, dass ich Angst haben muss? Ich hab dir gerade noch ein paar Fackeln gegeben, zumindest mal 5 Fackeln, da kannst du ein bisschen ausleuchten. Dankeschön. Ich kann dich auch töten und dein Zeug looten. Mein Chat gibt sehr hilfreiche Tipps. Ich bezweifle, dass Lumi in dem aktuellen Zustand mich getötet kriegt. Dann kommen wir aber schon zum Kampf. Du kannst was? Nämlich nicht ständig einfach nur Linksklick spammen und zuhauen. Wenn du irgendwann zuhaust, siehst du so ein Schwertchen, was ich auflöse. Ich weiß nicht, meine Stream ist wahrscheinlich nicht mehr offen. Nee. Du solltest immer warten, bis das Schwert sich wieder aufgeladen hat, bevor du wieder zuhaust, weil sonst machst du keinen Schaden oder viel, viel weniger Schaden. Okay. Muss ich schon Angst haben? Langsam können die Sachen spawnen, ja. Wenn du irgendwo Skelette siehst oder so komische grüne Männchen, die auf dich zulaufen, dann nennt man Creeper. Die grünen Männchen kommen zu dir und wenn sie in der Nähe sind, zwischen dir und explodieren. Okay. Die Skelette schießen mit Bogen auf dich. Das ist ja auch gut, dass man so eine Schwert erklärt hat. Sehr schön. Ja, den Begriff hätte ich sogar gekannt. Wolltest du mir so erklären, dass jeder das versteht, ja? Du tust ja gerade so, als ob ich das erste Mal mit dem ein Videospiel spiele. Ja, machst du doch auch. Das erste Mal Minecraft, aber nicht ein Videospiel. Doch, Dota zählt nicht. Ist ja nicht so, dass ich nicht schon vor Dota irgendwelche anderen Games gespielt habe. Niemals! Oder Dota oder sogar mit dir. Mit mir also, niemals. Abgesehen, kann ich ja das nichts Dota erinnern. Ist halt Sport, deswegen zählt Dota nicht als Videospiel. Ja, das allererste Mal Minecraft genannt. Ja. Falls du irgendwie dann Essen brauchst und nichts hast, es gibt ein Gemeinschaftsweizenfeld zumindest schon. Das kann ich dir zeigen ja. Oder einfach. Einfach sagen, es ist von deinem Haus Richtung offenes Wasser. Also von dem, okay. Wo du gerade warst, Richtung offenes Wasser. Und die Monster spawnen übrigens jetzt. Ich habe gerade das erste gesehen. Oh, okay, dann komme ich jetzt einfach zu dir rein. Ich habe Angst. Du kannst dann einfach unten in die Mine gehen und vielleicht irgendwie Steine abbauen oder sowas. Da kannst du auch daraus Sachen bauen. Muss ich nicht schlafen? Wir haben nur ein Bett und tatsächlich wird es nur Tag, wenn wir alle schlafen. Au! Und ja, die Büsche sind giftig. Nein, die Büsche sind giftig, durch die du gerade laufen bist. Warum baust du da giftige Büsche hin? Damit du keine Monster ranhauen. Ach so. Ja, ich weiß nicht, hab ich noch? Hab nicht genug Wolle, um ein zweites Bett zu bauen, tatsächlich aktuell. Na gut, okay, dann gehe ich halt in deine Mine schuften. Das ist doch Sache, die du für dich holen kannst. Ja, für. Nee, nicht mal für mich, sondern für Felix genau genommen. Nee, wieso ist es dein Haus?